So, jetzt muss ich mal gucken, ich brauche meine Hände ja noch. Das ist jetzt, soll ja eine ganz kurze Sache sein. Ich war irgendwann mal bei einer Schulung und da sagte mir jemand, so diese Schraffuren bei den Gebäuden. Er hat das lange versucht im ArcGIS, dass eine Schraffur hergestellt wird, die parallel zur längsten Gebäudekante ist. Das kann man bestimmt nicht mit einem KUGIS machen. Also wenn das geht, das würde ihn ja sehr, sehr wundern. Und dann hatte ich halt überlegt und es geht natürlich irgendwie und das zeige ich jetzt mal. Ich habe hier ein Modeler-Tool. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich hier die richtige... Ich zeige nachher nochmal, was dahinter steht. So, Stildatei, Schraffur und das war es eigentlich schon. Na super. Wieso hat das jetzt so ungeliefert? Ich mache mal einfach. Ich habe da noch Folien. Das ist jetzt so ein klassischer Vorführeffekt. Ich habe es zwar mit den gleichen Daten ausprobiert. Vielleicht ist es eine andere KUGIS-Version und so. Also, Slideshow, Start from KUGIS. Also, so sieht es am Anfang aus. Dann kommt das Ganze. Bitte? Mikro. Dann kommt das Ganze so aus dem Modeler-Tool raus. Das heißt, ich habe jetzt eine Schraffur, die sich praktisch an den längsten Kanten orientiert. Und wie kommt das Ganze zustande? Ach, das Spannende ist, im KUGIS mit dem Modeler-Tool kann man eigentlich eine ganze Menge Sachen machen, wenn man also so ein Problem hat, wie bekomme ich das jetzt hin, dass die Schraffur sich an den längsten Kanten orientiert, dann kann ich das natürlich über datendefinierte Überschreibung machen, aber ich muss ja den Drehwinkel irgendwo herbekommen. Und dafür habe ich jetzt ein Modeler-Tool erzeugt, das vom Prinzip her das Polygon auflöst in Linien und das gesamte Linienobjekt des Polygons in Einzellinien zerlegt und dann eben die längste Linie sucht und der Drehwinkel der längsten Linie zur Nordrichtung analysiert. Und ich gehe das jetzt mal Schritt für Schritt durch. Der erste Schritt ist in diesem Modeler-Tool, dass ich eine eindeutige Kennung für das Objekt brauche. Dazu gibt man im Modeler eine Spalte ein. Wenn es irgendwie einen Primärschlüssel gibt, ist das schon perfekt, weil ich muss hier nachher, wenn ich diese längste Linie habe, das wieder anbinden an die Polygone. Dann habe ich das Ursprungsobjekt noch ein bisschen vereinfacht, zum Fall es so einen kleinen Versprung gibt, irgendeine Kante, was eigentlich optisch die längste Kante ist, aber dann natürlich nicht gefunden würde. Und jetzt wird das Ganze mit zwei einfachen Modeler-Tools zerlegt. Einmal Polygone zu Linien, dann habe ich praktisch ein umfassendes Linienobjekt. Und mit Liniensprengen entstehen daraus Einzellinien. Das funktioniert natürlich nur gut wirklich bei so mehr oder weniger Objekten wie Gebäuden. Jetzt muss ich die längste Kante markieren. Ich muss die längste Kante finden. Dazu greife ich auf den Ausdruckseditor zu. Und jetzt habe ich ja meine Spalte mit dem Namen, mit der eindeutigen Kennung. Nach der gruppiere ich und suche dann über diese Feldrechner Gruppierungsaggregatfunktion mit Maximum nach dieser längsten Kante. Und wenn eine Kante die längste Kante ist, dann bekommt sie eine neue Spalte, nämlich die Spalte La Li für längste Linie und da wird einfach eine 1 eingetragen. Somit habe ich die längsten Linien markiert und jetzt muss ich den Nordrichtungswinkel ermitteln, den Drehwinkel berechnen. Da gibt es im Ausdruckseditor so schöne Werkzeuge wie eben Azimut, wo ich den Winkel zur Nordrichtung ermitteln kann. Das Ganze läuft erstmal im Bogenmaß, deswegen muss ich es noch in Grad umwandeln mit Degrees. Und es ist natürlich noch die Frage, ist die Linie von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden gezeichnet? Also wo ist jetzt sozusagen der nördlichste Punkt? Und das überprüfe ich einmal in diesem Ausdruck, wo ich schaue, aha, wenn der Startpunkt weiter im Norden ist als der Endpunkt, dann muss ich das andersrum machen und hier ermittle ich praktisch den Winkel und auch dieser Winkel wird jetzt in eine Spalte geschrieben. Dieses 270 minus ist deswegen, weil den Winkel, den ich rausbekomme, wenn ich den für die Drehung verwende, dann funktioniert das nicht, weil das irgendwie nach Osten ausgerichtet ist. Jedenfalls mit 270 minus geht es hin. Dieser Wert wird jetzt in die Drehwinkelspalte eingetragen mit dem Feldrechner. Und jetzt habe ich den Drehwinkel, ich habe die eindeutige Kennung und das joine ich jetzt wieder in den Ursprungslayer ran. Und dann habe ich eine neue Spalte namens Winkel und auf die kann ich zugreifen
in der datendefinierten Überschreibung und dann kann ich die Schraffuren eben statt so auch so darstellen. Das sieht jetzt hier auch nicht in jeder Ecke toll aus, aber es ist ein interessantes Beispiel, was man mit dem QGIS so alles machen kann, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und sich ein bisschen Gedanken macht über die datendefinierte Überschreibung und den Ausdruckseditor und das Modeler-Tool, kann man eine ganze Menge Dinge bauen und ja, eigentlich läuft das auch direkt im QGIS gut. Ich habe es heute noch ein paar Mal ausprobiert, aber jetzt nicht. Jetzt sind die 5 Minuten wahrscheinlich rum, ne? So. Ja. Wenn Fragen sind,